Ein herzliches Grüß Gott aus dem Glasmuseum in Wildenmann in Passau. Wir werden Ihnen heute die Highlights des Museums vorstellen. Mein Name ist Silke Fritz und das ist meine liebe Kollegin Sonja Reichel-Lipke. Sonja, wie kommt es denn überhaupt, dass es hier in Passau so ein wunderbares Juwel des Glases gibt? Ja, der erste Grund ist der folgende, dass im Bayerischen Wald, nördlich von Passau, seit 600 Jahren Glas produziert wird und nicht nur einfaches, sondern Glas für Könige und Kaiser. Der zweite Grund ist, dass Passau und der Bayerische Wald verbunden sind mit dem Goldenen Steig und das war der Haupthandelsweg nach Böhmen zu dem Land des Glases. Ich weiß aber, dass das auch von einem privaten Menschen gegründet wurde und das hat eigentlich eine ganz spannende Geschichte, oder? Ja, das hat eine sehr spannende Geschichte. Es begann nämlich alles in Jerusalem in den 50er Jahren und da hat der Busunternehmer Herr Höltl an der Via Dolorosa dieses Exponat gesehen, also römisches Glas, hat sich darin verliebt und hat begonnen, Glas zu sammeln. Und das Ergebnis haben wir hier mit fast oder über 30.000 Exponaten von ganz berühmten, wunderschönen, kostbaren Gläsern, die teilweise für Könige und Kaiser gefertigt wurden. Was macht denn dann für dich so das Besondere des Museums aus? Ich bin begeistert von Formen und Farben. Und diese habe ich hier in Hülle und Fülle. Und ich bin begeistert von der Kunstfertigkeit, von der Fantasie, von dem Können dieser Glasmacher. Und der andere Grund ist, dass es untergebracht ist in wunderschönen Altstadthäusern von Passau. Man könnte sich kein schöneres Glasmuseum vorstellen. Und Dürrenmatt, der Schweizer Dramaturg, hat gesagt, es ist das schönste Glashaus der Welt. Was ich hier toll finde, ist, dass man im Endeffekt mit der Zeit reisen kann. Für mich ist das wirklich eine Zeitreise. Ich fange so um 1650 an und ich kann im Endeffekt die gesamte Entwicklung des Glases bis in die 1950er Jahre nachverfolgen und kann eben die Vielfalt, die du vorher schon angesprochen hast, einfach wirklich hautnah erleben. Eins der Highlights der Ausstellung ist diese Prunkschale, die die Hochzeit des Poseidon mit Amphitrite zeigt. Es ist ein Hochzeitszug mit den Meeresgöttern und Meeresnymphen. Und dieses Paar, das ist interessant, die leben unter dem Meer, also im Meer in einem Kristallpalast. Und das passt ja wunderbar zu unserem Kristallhaus hier, zu unserem Glasmuseum hier in Passau. Wir sind jetzt hier in meinem Lieblingsraum, der nur von der Firma Lötz Witwe bestückt ist und Jugendstil. Und Jugendstil ist einfach auch mein Lieblingskunststil. Man hat versucht, die Natur abzubilden. Und wenn wir uns diese Bilder anschauen, die hier auch dargestellt sind, auf dieser Seite haben wir einfach die Sonne, einen Sonnenuntergang im Meer mit den Wasserpflanzen. Und was hier einfach so unendlich schön ist und schwierig zu machen, ist eben auch hier, wie man sieht, diese Algen, die im Wasser treiben und so nach oben rausgehen. Man sieht diese Natürlichkeit und diese Formen. Und was man dazu sagen kann, ist, dass diese vier Gläser wurden auf der Weltausstellung 1900 in Paris präsentiert. Und das war im Endeffekt die große Werbemöglichkeit für diese Firmen aus Böhmen, sich zu präsentieren, einen internationalen Kundenkreis zu bekommen. Und es waren 51 Millionen Menschen dort aus der ganzen Welt. Und man hat danach, war schlagartig bekannt und hat super, super gut verkaufen können. Wenn wir uns jetzt hier diese Vase in der Mitte anschauen, so ist das wirklich mein Lieblingsstück. Und wenn wir uns überlegen, wie flüssig die heiße Glasmasse ist und dann mal versuchen, aus dieser Glasmasse etwas solches zu formen. Wenn ich einen Bierkrug habe, dann habe ich den Bierkrug und der Henkel wird irgendwie dran gebappt. Und wenn wir uns hier diese Vase anschauen, dann sehen wir, dass die Henkel aus dem Boden herauskommen,
rauskommen, gedreht werden und oben wieder mit der Vase verschmelzen. Und das ist unheimlich schwierig, so etwas zu machen, unheimlich kunstvoll. Und ich weiß gar nicht, ob man heute sowas überhaupt noch machen kann. Wir sind hier im schönsten Glashaus der Welt und die schönste Frau ihrer Zeit hat hier gewohnt. Es war ein Familienzusammentreffen mit ihrer Schwester und ihren Eltern. Und die haben hier genächtigt, haben hier gespeist und es gibt hier die Original. Den originalen Menüplan von Sissi, ein neungängiges Menü. Es gibt hier ihr Opernglas, es gibt hier die Toilettengarnitur, es gibt Schuhe. Und Sissi war ja über 1,70 groß und immer weniger als 50 Kilo schwer. Also hier der Löffel und der war immer bestimmt bloß halb voll, weil sie wollte ja ihre wunderschöne Figur halten. Diese Räume sind Teil des Glasmuseums. Sie können sie gerne besuchen und sich an den Accessoires von Sissi erfreuen, wenn Sie das Glasmuseum besuchen. Wir sind jetzt am Ende unserer kleinen Stippvisite angelangt, konnten Ihnen natürlich nur einen klitzekleinen Bruchteil der über Jahrzehnte lange gesammelten 30.000 Stück Gläser zeigen. Aber diese ehrwürdigen Räume beherbergen nicht nur das Glasmuseum, sondern auch das Hotel Wildermann, ein familiengeführtes Hotel mitten im Herzen der Altstadt. Und das Beste ist, wenn Sie hier ein Zimmer buchen, dann ist der Eintritt ins Glasmuseum umsonst. Also, wir freuen uns auf Sie.